Butz. Ja, Johnny? Hast du dich schon mal gefragt, was wir hier eigentlich machen? Machen? Wir chillen. Das Beste, was man mit seinem Leben machen kann. Nee, ich meine, wie wir hier gelandet sind. Johnny, was redest du? Wir sind hierher gekrabbelt, ist doch klar. Ja, ich weiß ja, ich meine, warum sind wir hier? Woher kommen wir? Warum sind wir die besten Freunde? Wer hat das alles gemacht? Die Laus hier, den Wald, unseren Hügel und uns. Hallo, ich bin Dieter und ich habe die Geschichte von Johnny und Butz geschrieben. Johnny, das ist der größere von beiden. Könnt ihr erkennen, was das für ein Tier ist? Wenn nicht, macht auch nichts, denn Johnny weiß es selber nicht mal. Er ist ein Mistkäfer. Bis auf den etwas unvorteilhaften Namen ist das eigentlich kein Problem, nur das Problem ist, dass Johnny denkt, er wäre eine Ameise. Ja, richtig gehört. Völliger Quatsch. Das weißt du, das weiß ich, nur Johnny weiß es nicht. Und die Ameisen von Hügel 3 wissen es auch nicht, denn Johnny ist als Babymistkäfer einer armen Amsel aus dem Schnabel gefallen und direkt vor Hügel 3 gelandet. Und da wurde er dann von den sehr hilfsbereiten, aber etwas verwirrten Ameisen aufgenommen. Als Ameise. Deswegen läuft Johnny durch sein Leben und denkt, er wäre eine zu dicke, zu große Ameise. So fängt Johnnys Geschichte an. Und zum Glück gibt es in seinem Leben noch Butz, seine einzige und beste Freundin. Die beiden erleben Abenteuer, wie es sich für Freundinnen gehört, gute und schlechte, und bleiben für immer zusammen. Das alles steht in diesem Buch. Aber erstmal stand es nur auf meinem Computer und ich wusste, wenn daraus ein Buch werden soll, ein gutes, dann brauche ich jemanden, der mir hilft. Jemanden, der richtig gut zeichnen kann. Und zum Glück kannte meine beste und älteste Freundin so jemanden. Bea. Hier haben wir uns getroffen. Das allererste Mal. Im Januar 2021 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Damals waren alle Cafés geschlossen wegen Pandemie. Deswegen konnten wir uns nur zu einem Spaziergang treffen. Das Wetter war übrigens genauso ungemütlich wie heute. Warum geht es nicht los? Jetzt geht's los. Ist das? Ja. Wer fängt an? Ich. Gut. Ja, warum wolltest du mit mir das Buch machen? Weil ich, erst habe ich ja die Empfehlung bekommen von meiner lieben und ältesten Freundin Lena, die du ja auch kennst. Und dann habe ich mir dein Instagram angeguckt und dann fand ich die Sachen toll und super vielfältig. Können sie nämlich auch. könnt ihr euch auch angucken. Und habe gedacht, cool. Wenn da erstmal jemand ist, den Lena kennt, die sie sehr mag, und dann sind da noch so coole Arbeitsbeispiele, dann könnte das genau richtig sein. So war es. Und ich wollte dich fragen, was du an dem Text mochtest. Also erstens, also ich war sehr gespannt, dass du mir das Text geschickt hast, weil ich noch nie irgendwie einen Text über Insekten so gelesen habe. Und dann musste ich halt nach jeder Seite, ich habe mich tot gelacht. Ich habe mich die ganze Zeit tot gelacht und dachte, wie kann das sein? wie kann das einfach so frisch und so, oh, wie schön. Und alles so lustig. Und ich habe diese Figuren auch von Anfang an einfach geliebt. Schön. Ja, genau. Das ist halt toll. War der nächste Schritt, sich einfach vorzustellen, was für eine Umgebung sie gelebt haben, wie sahen sie aus. Und ja. Ich war so froh, als du dazu gesagt hast, auf jeden Fall, das war toll. Ich
Ich war aufgeregt. Und was ich dich gerne fragen würde, ist, ob du eigentlich, bevor du mich kennengelernt hast und bevor du überhaupt angefangen hattest, nach Illustratoren zu suchen, ob du schon eine Vorstellung hattest, wie sie ausgesehen haben, von dem Putz. Nee. Wirklich nicht? Nicht wirklich, nee. Ich meine, naja, irgendwie eben, der eine ist ein Mistkäfer, die anderen sind Ameisen, war in meinem Kopf, aber wie die Illustration dazu aussieht, hatte ich tatsächlich gar keine Vorstellung. Eher habe ich mir noch den Wald ein bisschen genauer vorgestellt. Und da war das auch, fand ich total schön, als wir uns getroffen haben. Nämlich hast du mir von einem Wald erzählt, der da ist, wo du, ich glaube, aufgewachsen bist. Genau, wo ich aufgewachsen bin. Ja, und hast mir Bilder gezeigt. Und das war so fantastisch. Der war so wunderschön, dieser Wald. Und da habe ich auch gedacht, ja genau, so ein toller Wald muss es sein. Irgendwie. Überwuchert von Fahne und überall was mit Pilzen. Genau, und ja. Und feucht und genau. Riecht wirklich nach Wald. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, leider kann man den Wald durch die Illustration nicht riechen, aber das war mir immer irgendwie sehr, sehr wichtig. Ja, mir nämlich auch. Mir war der Wald auch total wichtig, dass der so richtig die Haupttropfen, ne? Die Haupttropfen auf die Pflanzen und die ganzen Asteln und so, die so. Ja, genau. Ja. Ja. Meine letzte Frage ist, was fandst du war der schwierigste Moment in diesem ganzen Prozess? Also jetzt insgesamt, ob es jetzt zwischen uns oder mit dem Text oder mit dem Verlag oder wie auch immer, was war für dich der schwierigste Moment oder der schwierigste Teil in diesem ganzen Prozess? Also jede Phase ist ganz unterschiedlich, finde ich, und bringt auch unterschiedliche Herausforderungen mit. Natürlich ist die erste Phase, die allererste, vielleicht irgendwie die spannendste und vielleicht sogar auch die schwierigste, weil man hat ja gar nichts. Mhm. Ne? Es gibt nur diesen weißen Blatt und irgendwie muss man den füllen und dann hat man halt noch auch irgendwie die Verantwortung, daraus ein Buch zu machen. Mhm. Das ist am Anfang irgendwie auf jeden Fall nicht ganz einfach. Mhm. Aber dann eben trägt auch jede Phase auch unterschiedliche Schwierigkeiten mit. Und ganz am Ende zum Beispiel war das Schwierigste, das ist ein bisschen technisch vielleicht, aber als der Text doch ein bisschen anders war als den Text, mit dem ich gearbeitet habe, da mussten wir ganz viele Illus rumschieben und verändern. Ja, ja. Und nicht ganz viele, es waren ein paar eigentlich. Also wir hatten sogar Glück, weil normalerweise passiert das. Öfters. Mhm. Also der Text und die Illustrationen sind in diesem Buch so, so sehr miteinander verbunden, dass wenn man was in dem Text geändert hat, dann waren auf einmal die Platzverhältnisse auf der Seite anders. Mhm. So Sachen müssen wir dann später korrigieren. Ja. 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 Das war das langweilige, schwierige. Am Anfang war das spannende. Aber also insgesamt hatten wir, finde ich, oder darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, sehr, sehr viel Glück miteinander und aber, ja, also das vor allem, miteinander hatten wir sehr viel Glück und auch mit der Situation, mit dem Verlag und so, wir waren sehr frei und konnten einfach total entspannt und gut irgendwie diese Arbeit zusammen machen, finde ich. Also eine der entspanntesten Zusammenarbeiten, die ich hatte. Ja.